Für Pen & Fame? Die haben angerufen. Die haben einen Rundruf gestartet. Es wurden diverse Tätowierer von mehreren Leuten zusammengesucht. Auch von der Jury haben ein paar irgendwie genannt. Und die haben dann angerufen und haben gefragt, ob ich da Bock hätte mitzumachen. Ist es seit der Show auch, dass es viel mehr Leute, die Tür einrennen sozusagen? Ja, das auf jeden Fall. Also da hat auf jeden Fall sich einiges getan. Also ich bin ja auch aus meinem alten Job jetzt raus und bin jetzt Vollzeit-Tätowierer. Wann habe ich angefangen? Puh, das ist vor 10 Jahren habe ich angefangen, mich tätowieren zu lassen. Ah, das ist Quatsch, 15 Jahre ist das schon her. Und dann habe ich halt so ein bisschen mal angefangen, so das Tätowieren so ein bisschen reinzuschnuppern und immer mal so ein bisschen probiert und irgendwann gemerkt, okay, ja doch, es läuft ja doch ein bisschen. Und dann kategorisch halt hochgearbeitet bis jetzt zum Realismus. Und am Anfang hat man natürlich selbst ausprobiert. Dann ist man mal in den Laden reingeschluppt, wo ich dann Zeichnungen machen hätte müssen. Und die haben das halt dann so ein bisschen gleich gemerkt und haben gesagt, so, du lernst gleich tätowieren. Dann haben sie mich, aber das hat so richtig, hat das auch nicht funktioniert. Aber so Grundbasis habe ich schon gezeigt gekriegt. Und was war dein erstes Tattoo? Ist das eine Sünde oder ist das okay? Also mein erstes Tattoo war auf jeden Fall eine Sünde. Die zeige ich auch nicht, weil die Hosen zu eng sind.